Das da hinter mir, das sind ein paar Paletten und das da, das ist der neue Nintendo 2DS. Der schließt eine Lücke, von denen wohl viele von euch geglaubt haben, dass es die gar nicht gibt. Aber das Wichtigste zuerst, er ist klappbar. Den neuen Nintendo 2DS gibt es ab sofort im Handel für 155 Euro in zwei Farbvarianten. Einmal in diesem Orange-Weiß und dann noch einmal in Schwarz-Türkis. Das ist, wie gesagt, der neue Nintendo 2DS in der XL-Variante, soll also bedeuten, er hat größere Bildschirme oben und unten. Der wesentlichste Unterschied, wie gesagt, im Gegensatz zum alten 2DS ist, dass er klappbar ist und wie schon erwähnt, er füllt eine Lücke und zwar preislich. Und da muss ich mal ganz kurz auf den Spickzettel gucken, sonst vertausche ich hier ein bisschen was. Den alten 2DS, den gibt es natürlich weiterhin und der kostet roundabout 100 Euro mit Spiel. Dieser hier kostet 155 Euro ohne Spiel und wer mehr möchte, der kauft natürlich den guten neuen 3DS XL für 200 Euro ohne Spiel. Dieser hier, der kleine New 2DS, ist so eigentlich der Mix aus beiden Welten. Also einerseits hat er wie der normale 2DS auch keine 3D-Funktion mehr. Andererseits hat er aber all die Spielereien, die der neue 3DS auch hat. Soll bedeuten, NFC-Feld, einen C-Stick, die ZL- und ZR-Tasten und natürlich auch noch eine größere Batterie und etwas mehr CPU-Power. Das heißt also, hier stehen sich die beiden, also der 3DS XL und der neue 2DS XL in nix nach. Also der neue 3DS XL und der neue 2DS XL, meine Güte. Die stehen sich in nichts nach, außer halt, dass wir hier keine 3D-Funktion mehr haben und, das muss man klar so sagen, der 2DS ist ordentlich leichter und das merkt man auch sehr deutlich. Hier oben zum Beispiel, hier ist eigentlich nichts mehr drin, außer der Screen, logisch, also da war jetzt vorher auch nicht viel mehr drin, aber durch die 3D-Funktion waren da noch ein bisschen mehr Spielereien drin. Das Ding ist halt wirklich, 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 wirklich leicht. Ansonsten gibt es ein paar Veränderungen, zum Beispiel, dass die Status-LED hier in der Mitte ist, dass ihr hier noch eine 2D-Kamera habt und unten ist jetzt der Stylus und unten ist auch der Slot für eure Game-Cartridges und für die Micro-SD-Karte. Und der Volume-Regler ist weiterhin an der Seite. Und das wäre es dann eigentlich auch gewesen. Ansonsten hat er natürlich auch WLAN, hat halt Browser und Co. Und der neue 2DS XL kommt mit einem Ladekabel. Gut, Nintendo, dass ihr da gelernt habt. Nun habe ich ja gesagt, er füllt eine Lücke. Und zwar ist das halt nicht nur die preisliche Lücke, sondern auch die Lücke. Naja, wenn man jetzt noch kein 3 oder 2DS hat, dann überlegt man sich, okay, was für ein Modell möchte ich gerne haben? Und da füllt er halt tatsächlich die Lücke. Denn den alten 3DS oder den neuen 3DS in der normalen Form, die werden ja eigentlich nicht mehr produziert. Das heißt also, ihr habt eigentlich nur noch die Wahl zwischen dem 2DS, dem neuen 2DS, in jetzt zum Beispiel hier der XL-Form, und den neuen 3DS, ebenfalls in der XL-Form. Das heißt also, ihr müsst euch entscheiden, möchtet ihr 100 Euro ausgeben, 150 oder 200 Euro. Und je nachdem, wie weit ihr runtergeht, müsst ihr Kompromisse eingehen. Und ich finde halt tatsächlich, wenn ihr noch kein 3DS oder 2DS habt, ist das hier das perfekte Modell. Denn 3D benötigt ihr nicht. Und ansonsten bietet dieses Gerät all das, was man vom 2DS bzw. 3DS haben möchte. Nämlich, er ist klappbar, dadurch unfassbar portabel und er hat ein bisschen mehr Power. Und last but not least natürlich auch, wie die anderen Geräte, die großartige 3DS-Spieleauswahl. Und tatsächlich wäre das das ideale Modell. Und ich habe ja damals mal gesagt, ich würde dem 2DS zum Beispiel meinen Kindern oder meinen Enkeln oder meinen Neffen, wen auch immer, schenken. Jetzt bin ich von dieser Meinung ein bisschen weg, denn auch für die ist dieses Modell die perfekte Lösung. Denn gerade Kinder, die oft so ein Gerät mitnehmen, für die ist es cool, wenn das Gerät klappbar ist. Und deswegen ist das hier für mich jetzt das optimale 2/3DS-Modell. Und zwar für jeden von euch. Soll bedeuten, wer von euch noch kein 3DS oder 2DS hatte, das hier ist das Ding, auf was ihr jetzt schauen solltet. Eine Sache noch dazu, wie gesagt, diese Farbgebung, die mag nicht jedermanns Sache sein. Die ist halt sehr poppy oder vielleicht auch angepasst auf die jüngere Zielgruppe, könnte man jetzt auch sagen. Wer das nicht mag, das Schwarz und Türkise sieht ein bisschen erwachsener aus.
Wer das aber auch nicht mag, der muss zum 3DS greifen, denn mehr Farbvariationen gibt es Stand jetzt noch nicht. Ansonsten ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr cooles Gerät, kann man sehr empfehlen, 150 Euro, wie gesagt, ohne Spiel. Wer warten kann, der sollte dann auch warten, und zwar aufs Weihnachtsgeschäft, dann bekommt ihr das Ding garantiert auch noch mit einem Spiel dazu. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ich meine, also wenn ihr jetzt glaubt, irgendwie viel mehr sei in dieser Packung irgendwie drin oder so, nein. Und ich erkläre euch jetzt auch nicht, was ein 2DS oder 3DS ist. Wenn ihr das nicht wisst, dann